Setzt du etwa deine Bevölkerung über den setzt du das Geld etwa über deine Bevölkerung? Ja, das tue ich gerade, um zu gewinnen, Junge. Mein Gott. Wir haben es fast geschafft, Leute. Ich glaube das nicht. Für unten ist das Teilchen-Ding hier fertig. Dann können wir den Motor direkt hinten dranhängen. Leck mich fett. Geil ist das denn? Haben wir das fast geschafft? Dann müssen wir nur noch das Teil abwarten und dann sind wir durch. Dann sind wir im Sack. Dann ist das Ding endlich raus. Boah. Also, wer hätte das gedacht, dass wir im Endeffekt dann auf den Wissenschaftssieg hinausarten? Hätte ich nicht gedacht, Leute. Dass das alles jetzt effektiv darauf hinausläuft. Ein XCOM-Trupp, das ist ja nett. Ist ja nett. Dann stelle ich erstmal da irgendwo hin. Nächste Runde. Nebukadnezar hat das Informationszeitalter erreicht. Warum verziehe ich eigentlich meine Stimme? So derbe. Kostet das eigentlich? Wollen wir gleich mal gucken. Der hat nur 3 und der hat nur 2. Ah ja. Der hat dafür mehr Stärke, ne? Ich glaube, die kosten auch Nuklearscheiße. Ich weiß nicht. Im Schwanstein kann ich nicht bauen. Ist mir von daher Wurst. So. Teilchen Physik ist gleich. Alter, was ist denn hier explodiert? Sind sie irgendwie im Bonus? Ich habe ein Spion hat euch eine Technologie gemobst. Oh mein Gott. Ein unbekannter Spion hat was geklaut und hat herausgefunden, dass der Reihe ist. Den er plant. Ja, dann plan du mal. Das ist mir egal. So, das Ding steht. Dann gehen wir wieder in die Forschung und. Ich unterstütze den mal. Aschnuka dir hin. Intrigen bitte. Jetzt muss man suchen hier. Forschung, bitte pushen. Einheit benötigt Befehle. Verteidigen Sie dies. Und ab in die nächste Runde. Boah. Das Ding ist gleich fertig. Sehr gut. Kann der hier gut dann da reingehen? Ich glaube, der hat die meisten Produktion für das Teil. Ich weiß, ich gucke gleich, wo das am schnellsten fertig ist. Und dann wird es da reingetan. Und dann ist das gut. Der hier an Scheiße stehen hat, bitteschön, ne? Ich weiß, warum ich da schon Einheiten stehen gelassen habe. Schmucks. Ich würde mich interessieren, wenn die mit Atom betrieben werden, wenn die explodieren, ob die dann, Fallout hinterlegen. Dass man damit quasi das Gebiet noch versiffen kann. Das wäre richtig interessant. Kann man nämlich strategisch so setzen, dass die sogar platzen mit Absicht. Wäre ja witzig. Das ist witzig dann, okay. Das wäre ja witzig. Jeder muss. Sehr gut. Produktion wählen. Kostet jetzt hier. Das dauert hier 8 Runden. Okay. Bei dir dauert das 7 Runden. Okay. Bei dir dauert das 6 Runden. Das ist ja immer besser. Dann baust du das bitte. Ab dafür. So, dann bald Runde fast fertig hier. Ich leg mich fett. Gehst du noch auf was auf LOL. Mach du Knete voll und du machst mal den Flughafen und du machst eine neue Forschung. Ich habe keine Ahnung. Das Internet. Internet. Ich habe keine Ahnung, was kann man jetzt so forschen mit dem Scheiß? Ich habe keine Ahnung. Komm, raus hier, ey. Brauchen wir alles nicht mehr. Embargo Persien, Embargo Stadtstaaten. Ich habe keinen Bock gegen Stadtstaaten. Geordnete einsetzen. Mit Absicht, damit er sieht. Oh, das war jetzt nicht so schlau von mir, aber egal. So. Jetzt haben wir das doch schon fast gepackt hier noch. 6 Schmackes Runden hier noch. Yay, yay, yay. Da, 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 da. Selbst wenn jetzt noch ein Krieg ausbricht, ich glaube nicht, dass die das schaffen, hier noch reinzuplatzen. Ziemlich wundern. Da wird ja einfach alles vorgestellt, alles noch nach oben geschickt und da haben wir einfach vom Planeten ab. Dann haben die uns was hier platt gemacht, aber wir haben einfach. Wir sind halt woanders. Das ist ja auch mal eine lustige Idee. Ah, nicht wegfliegen. Gescheit hier. Völker für Glänzendes.
Leck mich fett, noch ein Wissenschaftler, hoffe. Kann man ihn da reinbuttern? Nee, glaub nicht, ne? Ah, jetzt wollte ich eh kein Wissenschaftler mehr, aber komm hier hoch aus. Da rein. Dankeschön. Produktion wählen. Hier sind Stinksies und hier ist ein Opernhaus. Einen Vorschlag machen. Wieder. Internationale Raumstation. Vorschlag übergeben. Forschung wählen. Das Internet. So, und ab in die nächste Runde. Ich mach da keiner nicht mehr lange mit. Ich will jetzt hier fertig werden. Ich will jetzt das Raumschiff abschicken. Darf ich aber erst später. 5 fucking awesome Runden. Naja, so awesome sind die jetzt nicht, aber fucking awesome. Also so nervend geil. Ja. Lavern wir mal einen Sack voller Scheiße. Ist alles persisch hier, der Kram zu gemistet. Naja. Aber unser Druck von den Religionen ist schon recht ansehnlich. Schon okay. Eine Statuskammer ab nach oben mit dir. Ein Luftschutzkeller bitte und ab in die nächste Runde. Oh, jetzt sind jetzt noch 4-5 Runden müsste das, weil wir müssen das ja noch einmal rüberschieben. Was ja auch noch so eine ätzende Kacke ist. Heilige Stadt für Baconismus. So genial, ne? Ich feier das voll. Und wir haben so viel davon. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Quatsch. Ich kann erzählen. Das Internet. Verdoppelte Tourismusproduktion bringt uns jetzt was nicht mehr allzu viel, aber ja. Dominant. Ah ja. Bedeutet, wenn wir doppelt so viel haben als die. Interessanter Scheiß. Naja, hätte uns auch noch was gebracht. Fände ich eigentlich persönlich auch interessanter, weil das die schwierigere Variante ist. Ich mache mal mit. Wie ich weiß. Du hast einfach ein bisschen Asche. Du hast das hier noch. Du hast das hier noch. Ich mache in die nächste Runde. 4 Runden noch, Leute. Ja, da steht noch 3, dass das Ding in 3 Runden fertig ist. Wie gesagt, wir müssen das von hier nach dahin bringen. Und dann wird das angeschlossen. Das nichts bringt, dann weiß ich auch nicht. Dann brauche ich einen Kaffee. Ja. Da brauchte ich die internationale Raumstation, haben wir dann ja gar nicht angefangen zu bauen, ne? Ist jetzt auch vorsichtig, okay. Sind alle vorsichtig gegen uns jetzt, ne? So ätzend. Keiner mag uns, keiner hat uns lieb. Ja. Egal. Scheiß drauf, die paar Runden kriegen wir jetzt auch noch rum, ey. Ich glaube, ich hätte auch gar kein Problem damit, wenn jetzt einfach Krieg erklärt wird und... Was soll das denn? Ja, dann bau du mal dein Apollo-Programm, ist mir egal, ich bin mit meinem kleinen Scheiß schon fertig. Ab in die nächste Runde. Oh nein, die Nase, jupp, das ist nicht... Mann. Boah. Meine Güte. Persien hat schon denunziert. Okay, ist ja interessant. Alter, leg mich bitte. Unser Knet ist auch gut gewachsen. Trotz, dass wir so eine voll aufs Fressbrett gekriegt haben. Der Ordnung halber. Könnte ja was ganz Unglaubliches passieren. Zum Beispiel, ihr habt Hammert mal so den Krieg erklärt. Ist ja interessant. Diplomatie evakuiert. Hammert, also ist der da, ne? Nö, ich weiß gar nicht, wer ist denn das? Ach, das ist der Marokkaner, ne? Ja, ist mir doch egal. Kotz doch mal. Kotz dich aus, Alter. Aha, verstehe ich. Der Raios hat, Krieg erklärt. Also, Pakola den Krieg erklärt. Also, jetzt verstehe ich das. Wir haben jetzt mit denen und die... Ich sag das gerade noch, Leute, und dann kommt das auch noch.
Moment mal, mit denen habe ich gar keinen Krieg. Ich verstehe das gerade nicht so ganz. Shoshone und der haben Krieg. Und der hat mit den Shoshone Krieg. Ich habe mit den Marokkaner Krieg. Ah, verstehe ich nicht. Das Kind. Ich hoffe, dass das Ding jetzt nicht im Arsch geht, sonst reg ich mich unheimlich auf. Heute. Aber. Tut mir leid, aber ich hoffe, dass das klappt. Gar nicht. Ich habe doch fette Atombomben irgendwo noch gehabt. Wie sind das jetzt? Ah, da ist sie. Reichweite 12 Kilometer. Ach, die haben Reichweiten. Jetzt raff ich das Ganze. Ich dachte, oh, da kommt die alte Zivilisation-Manier wieder durch. Weißt du das? Früher haben die nicht so eine kurze Reichweite gehabt. Auch das ist doch jetzt blöd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da komme ich gar nicht hin. Boah, ist das schlecht. Fuck! Wenn ich das gewusst hätte, ne? Hab da nicht. Das passiert, wenn man nicht nachguckt, Junge, Junge, Junge. Bauen wir hier erstmal einen neuen Transport höher. Knete haben wir noch, okay. Das ist eh Wurst. Ich hab noch keine Ahnung, was jetzt hier eigentlich gerade abgegangen ist, aber. Irgendwie habe ich hier einen halben Weltkrieg mitbekommen. Ich habe keine Ahnung. Mach mal. Der Typ ist eh nicht bei mir in der Umgebung, von daher pff, drauf gepuppert. Ja, ist mir egal. So Leute, hier ist der Motor, der kommt jetzt nach oben und dann haben wir es geschafft. Komm schon, die Runde geht jetzt zu Ende von dir. Sehr gut. Keiner erklärt mir noch den Krieg, der Typ kommt nicht in meine Grenzen. Läuft. So, was sagt er? Wir schicken das Teil jetzt hoch. Ja. Runde beenden. Beendet die Runden hier statt starten. Ich will jetzt fertig werden. Ja, fertig werden im Sinne von ich will das Ding in den Weltraum schicken und endlich mein Teil fertig bauen. Komm schon. Ja, jetzt. Ach, Quatsch. Erstmal das Ding bauen. Was passiert jetzt? So, das Ding ist fertig. Lol. Geil sah das denn bitte aus? Ihr habt durch eure überlegene Wissenschaft den Sieg errungen. Ihr habt die letzten Geheimnisse der Natur entschlüsselt und euer Volk in eine schöne neue Welt geführt. Solange die Sterne am Himmel leuchten, wird man sich noch an euren Triumph erinnern. Ja Leute, da haben wir das mal dezent geschafft. Das interessiert mich mal ein paar Informationen. Demografie. Puh, also der Durchschnitt ist das gewesen. Also wie viel Bevölkerung. Also wir haben boah, fast so viel wie Deutschland. Krasser Scheiß. Der Antrag war recht okay. Wir haben fast alles erster bis auf Landfläche. Da sind wir nicht so gut. Da sind wir nicht so gut. Selbst Militär sind wir voll am Ausrasten. Krasser Scheiß. Zustimmung, ja, das war klar, dass wir da nicht gut dabei sind. Alphabetisierung, da sind wir ganz gut. Rangliste. Als Maruk den Auftrag gab, die Menschen zu leiten und dem Land Sitte zu verleihen, kümmerte ich mich um Recht und Gerechtigkeit und trug Sorge für das Wohlergehen der Menschen. Das ist auch neu, dass sie das jetzt da reingeschrieben haben. Ja, Leute, dann haben wir den fetten Weltraumsieg hier errungen. Ich glaube es nicht. Wir haben fette Raumgleiter gebaut. Wir haben jetzt mal den Weltraum kolonisiert und wir könnten jetzt natürlich noch weiter zocken. Ne? Das können wir auch ganz gerne machen. Ich speichere das auf jeden Fall jetzt eben ab. Weil ist schon eine geile Situation. Wir haben es nämlich geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben gewonnen. Hätte mich auch gewundert, wenn das daneben gegangen wäre. Circa 10 Runden vor Kurzende. Was ich schade finde, ich konnte die Atombombe jetzt nicht abschicken, weil ich habe jetzt gespeichert und weißt du was? Leute, ich will euch doch mal einen schönen Gag hier zeigen. Du, ey, Penner, ich muss dir mal was sagen. Wo hab ich dich? Nein, Moment. Wo bist du denn hier? Alter, was ist denn das jetzt? Ah, du bist scheiße. So, das weißt du, ne? Ja, ich weiß, dass ich auch nicht bin. Ist mir egal, aber... Jetzt pass mal auf, Junge. Ah,
das Geräusch. Boah, wie geil ist die denn? Boah, das feiere ich gerade. Schönes Bömmchen. Krasser Scheiß, das haben die ja mal richtig geil animiert. Das gefällt mir. Da habe ich Spaß dran. Blab! Oh, das ist jetzt das sogenannte Fallout, Leute. Damit sind die Geländefelder für den Arsch. Hammer, ne? Das muss ich mal reintun. Alter Falter. Kann ich noch eine schmeißen? Ich will noch eine werfen. Die dicke brauche ich, glaube ich, bis hier. Schaffe ich das bis dahin? Ah, sehr geil. So, und noch einmal. Nur weil es so schön war. Und ich zoome jetzt richtig schön ran. Dann kann man das mal richtig gut machen. Wie die alle in Deckung gehen. Alter, das ist richtig geil gemacht. Das gefällt. Direkt mal für Ruhe sorgen. Blub, reingebombt. Der ist jetzt bestimmt ultra sauer auf uns. Da will ich mir die Tricksereihe rein. Ihr habt euch jetzt geschlossen. Ihr habt eine Atombombe auf sie abgefeuert. Scheiße. Alter Falter, wie krass ist das denn bitte? Kann man einfach reinfahren, alles ist versifft. Eigentlich dürfte man da gar nicht übernehmen dürfen, den Film. Ich weiß es nicht. Kann ich noch eine schmeißen? Kann ich das Ding rein? Oh, jetzt habe ich damit eine davor getischt. Ach, scheiß drauf. Habe ich jetzt ein bisschen versemmelt, natürlich. Ist natürlich jetzt blöd, ne? Kann ich die bis dahin schmeißen? Ich weiß das nicht. Das Ei wurde gelegt! Nur mal zum Gucken, Leute. Das ist nur ein kleines Spielchen, das ich jetzt noch mache. Kleine Spielereien. Geht die jetzt kaputt oder nicht? Keine Ahnung. Nee, da muss ich noch eine reinschmeißen. Fickt euch doch. Wenn ich noch meine letzte Bäumchen da reinschmeiße. Einfach, weil man es kann. Also rein theoretisch kann man das ganze Gebiet komplett damit ruinieren. Der Gegner hat einfach gar nichts mehr, was er herstellen kann. Du kannst einfach den ganzen Scheiß übernehmen, musst das nur wieder flicken. Was dann scheiße ist. Um es mal gelinde auszudrücken. Jetzt habe ich meine eigenen Einheiten mit kaputt gemacht, was natürlich jetzt scheiße ist, aber... Dann sieht das etwa so aus. Und du fährst rein und hast eine Einserstadt. Und so erobert man dann eine Einserstadt, die nichts kann. Außer jetzt alles verseucht haben. Na gut, genug Gespielerei hier. Wir haben jetzt gewonnen. Wissenschaft ist im Sack. Ich hoffe, ihr habt mal Spaß an Civilization hier gehabt. Ich werde das mal irgendwann mal wieder machen. Jetzt aber nicht in allzu näherer Zukunft. Wir gehen mal in Hauptmenü. Jetzt nicht in allzu naher Zukunft. Ich weiß nicht. Schauen wir mal. Hat mich mal interessiert, hat jemand von euch überhaupt Bock, mal mit mir zu zocken? Weil dann können wir mal eine lustige Runde zusammenzocken und das Ganze einfach mal online stellen. Ich weiß nicht, ob ihr dazu Lust habt, ihr könnt euch ja mal melden. Aber wie gesagt, ich werde jetzt erstmal andere Let's Plays in den Vordergrund ziehen. Welche das werden? Ja gut, das Minecraft Alone habe ich ja schon gesagt, dass das kommt. Werden wir dann weitersehen. Leute, ich wünsche euch was, ich hau mich jetzt hin, es wird Zeit zum Schlafen. War ein schönes Spiel. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt... Hä, den Satz kann ich jetzt so nicht bringen. Nee, ich hatte es ja, wenn es wieder heißt, Let's Play hier. Ja, also wie gesagt, das Spiel macht mir eigentlich persönlich mal viel Spaß. Also ist ein bisschen schwierig zu spielen. Ich werde aber eine Variante noch raushauen. Eine Folge wird es noch geben, Leute. Und das wird der sogenannte Tutorial sein. Das wird Folge 0 sein, die werde ich aber morgen noch fertig machen, erst oder so im Laufe des Tages oder übermorgen oder Sonntag oder bla bla. Bis dahin haben wir, glaube ich, eh schon soweit durch. Ich wünsche euch eine angenehme Nacht, Tag, morgen, Mittag, suchtet euch aus. Ich bin raus. Tschüss!